Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.4. Wir sind fleißig am Ernten. Feld 5 ist gerade abgeerntet. Feld 6 setze ich gerade meinen Drescher um, um Hopfen zu ernten und den dann zur Brauerei zu bringen. Und ja, gibt es hier eigentlich, da müsste es eigentlich einen Kurs geben, Feld 5 dreschen. Feld 6. Sorry. Nö, gibt's nicht. Hier oben gibt's auch noch keinen Ordner. Nö, gibt's nicht. Alles klar. Gut, dann machen wir mal einen Kurs. Feld 6. Aktuelle Fahrtposition, Vorgewende. Ah. Sechs Stück machen. Mal einklappen. Muss man berechnen lassen. Ja, und? Wird's ab? Nee. Sechs dreschen, den Kurs gleich mal speichern. Und hier mal direkt ganz dezent einsetzen. Mal bis hierhin, fahren wieder ein Stück zurück. Und dann sage ich ihm ohne Einstellung ersten Punkt gerade anfahren aktiviert. Ich weiß nicht, ob man das machen muss oder nicht. Schon am ersten Wegpunkt. Genau, und deshalb hatte ich ihm gesagt, er soll. Siehst du, da kommt auch mein Abfahrer, wie gerufen. Sehr schön. Lexion hat schon direkt durchdrehende Reifen. Gucken wir uns dann gleich mal an. Ja, gucken wir uns das erstmal an. Schön. Sehr schön. Natürlich meine Schuld. Ich habe ja auch eine falsche Breite gesagt, aber. Ich hab's auch noch so viel mehr Einstellungen. Mal gucken, ob das besser wird. Jetzt am nächsten passenden Wegpunkt. Ja. So, und dann fahre ich mal einen neuen Kurs ein. Da fahre ich, glaube ich, mal einen universellen Kurs ein, den ich sowohl für Feld 5 als auch für Feld 6, also eigentlich könnte ich den hier ja auch für die Brauerei benutzen. Aber wir schauen mal. Na, das war noch nicht gut, weil ja jeder Punkt vom Feld soll erreichbar sein. Also ich weiß, dass es auch nicht unbedingt schick ist. Ich kann ja von hier aus fahren. Hier kann ich ja stehen, ohne jetzt irgendwelche anderen Abfahrer oder so zu blockieren. Kursaufzeichnung beginnen. So, die ersten drei sollen in einer, möglichst in einer Linie sein, sagt Experience. Vielen Dank auch für den Tipp. Dann schaue ich mal. Jetzt hier einen vernünftigen Abfahrkurs einrichte.
paar andersrum in die Brauerei rein. Einfach um den anderen Hopfensilo vernünftig zu befüllen. Dass ich beide Hopfensilo möglichst voll kriege. Ich werde nicht beide komplett voll kriegen, aber ich werde mir Mühe geben. Also Feld 4 ist ja eh unser wichtigstes Hopfenfeld. Ja, Feld 4 hier links ist auch schon gut geerntet. Das kann man schon mal gut machen. Ja, warum fahre ich den Kurs eigentlich leer ein? Ausholen hier, nicht rumkommen. Und dann kommt auch schon der andere Abfahrer. Moin. Der ist sein Hopfen schon gar nicht mehr ganz losgeworden. Das heißt, die Hopfenproduktion sieht ganz gut aus. Das kann natürlich zu Problemen führen mit der Hopfen, jetzt mit dem Abfahrkurs, weil die sich jetzt entgegenkommen. Aber ich muss dann einfach gleich mit dem anderen Abfahrer auch noch einen neuen Kurs einfahren. Das eine Silo ist voll, da kriege ich nichts mehr hin. Na, jetzt ruckelt er aber. Warum? Jetzt schade. Das geht gar nicht. Ich habe gerade neue Einstellungen für die Aufnahme ausprobiert oder probiere die gerade aus. Also falls das hier nicht geht, bitte ich schon mal um Entschuldigung. Ich werde das jetzt nochmal bis zum Ende der Aufnahmesession verfolgen. Oder nicht der Aufnahmesession, sondern dieses Videos. Gegebenenfalls zwischendurch mal die Einstellungen anpassen. Na, jetzt geht's ja gerade wieder. Aha, okay, der eine Lexion, das ist wahrscheinlich der auf Feld 4, der ist jetzt gerade fertig. Ja, dann ist das so. Ich kann auch nichts dran ändern. So. Speichern. Feld 6. Brauerei. Untenrum nenne ich es mal. Dreschersuche auf Feld 6. Kein Drescher in Reichweite, sagt er. Gut, macht er. Na gut, dass ich keine Fruchtzerstörung hier drin habe. Ja, das kann ja jetzt gleich wieder was werden, wenn er jetzt gleich losfährt. Mal von Hand raus.
was hin? Einer hier oben hin. Oh Mann, meine ganzen Drescher werden fertig. Was ist da denn los? Warten wir mal eben ab, bis der hier vorbei ist. Dann Abfahrer einstellen. Okay, er meint, er wäre fertig. Sehe ich jetzt nicht ganz so. Sicherlich schon dicht dran, aber ist noch nicht fertig. Also dafür hat er mir hier einfach zu viel stehen lassen. Auch wenn es nur ein paar Pflanzen sind. Das ist mir einfach noch zu viel. Das funktioniert so nicht. So können wir keine Freunde bleiben. Wenn, dann wollen wir das doch vernünftig machen, oder? Wenn er hier gleich fertig ist, dann kann er eh zurück. Sehr viel mehr haben wir hier in der Ecke nicht. Ja. Der andere, der da fertig ist, was hier links unten steht, die Cosplay-Meldung. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich dabei um Feld 33 handelt. Naja, ob der wirklich fertig ist, mal gucken. Mal gucken. Oh, sorry, falls ihr jetzt gerade einen Schlag gehört habt, bin ich ins Headset gestoßen. Wollte nicht sein. Schön fein säuberlich nacharbeiten. Es ist zwar nicht die Welt, aber wenn ich jetzt aus einem halben Korntank oder aus einem halben, ja, Korntank einen vollen mache, ist ja auch schon was. Wenn ihr jedes bisschen Hopfen davon gebrauchen. Wir werden Bier produziert und dann werden wir Bier verkaufen. Wir werden reich, 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 reich.
Naja, einen vollen Korntank werde ich jetzt hier nicht mehr von kriegen, aber ich nehme eben nur von 50 auf 70 bringen. Ist ja auch was. Da fährt mein Abfahrer. Hat's mit dem Kreislauf. Fährt immer schön in der Runde. Weil er voll ist. Den muss ich gleich noch einen anderen Kurs verpassen. Oh, ich meine, ich hätte doch hier irgendwo auch noch was stehen gehabt. Ja, hier sind noch Inseln. War es dann erst auch schon fast für Dienstag? Ich mache das Feld noch eben fertig. Dann ist die Folge vorbei. Achso, noch ein Hinweis. Falls ihr mein Tipps und Tricks Video am Freitag gesehen habt, wie man die Ballenlager modifiziert. Also es ist ganz wichtig, das habe ich gesehen. Also es gibt eine Empfehlung vom ursprünglichen Modder, dass man die Kapazität nicht auf über 500 setzt. Es funktioniert auch mit mehr. Aber das ist so eine, ist eine Empfehlung, warum auch immer. Keine Ahnung, wahrscheinlich aus Performance-Gründen, weil sonst irgendwelche... Es wird ja irgendwo... Also es wird ja in eine Datei reingeschrieben, was für Ballen da drin sind und auch in welcher Reihenfolge die da reingekommen sind. Und vielleicht wird dann sonst die Datei zu groß, ich weiß es nicht. Und außerdem... was wollte ich jetzt sagen? Achso, außerdem habe ich festgestellt, dass dieses modifizierte Ballenlager, wenn man die Kapazität erhöht auf über 126 oder sowas, also nur geringfügig erhöht, weil 120 ist ja schon die Originalkapazität, dann funktioniert das im Multiplayer nicht mehr. Ja, dann verschwinden auf einmal die Ballen, sobald ich dann Heimballen mehr reinpacke als diese 126 oder so. Ich weiß nicht, ob es genau 126 sind, können auch 124 oder 128 sein. Da werden mir auf einmal gar keine Ballen mehr angezeigt. Und außerdem ist es so im Multiplayer, wenn ich diese Kapazität soweit erhöhe und ich stehe praktisch schon im Abladetrigger drin und entlade dann meinen Trailer, dann verschwinden die Ballen im Nirvana und ich kriege die nie wieder, die sind einfach weg. Ja, und ich muss also immer vorher schon entladen, muss dann ganz vorsichtig in den Abladetrigger reinfahren. Ja, ich muss also auf meinen Trailer oder auf meinen LKW oder so selber entladen. Dann liegen die Ballen dann nur noch lose drauf, da muss ich ganz vorsichtig da reinfahren, damit die mir nicht alle runterfallen. Und dann werden die vom Lager angenommen, aber wie gesagt auch nur bis zu dieser Grenze von... Ich weiß nicht, 127 Stück ungefähr oder so. Also ich habe gesehen, wenn ich 127 Ballen drin hatte, dann wurden mir keine weiteren Ballen, also wurden mir keine Ballen mehr visualisiert. Das passiert allerdings nur im Multiplayer, nicht im Singleplayer. Ich weiß nicht warum. Ich habe schon an den originalen Modder geschrieben, ob der mir da vielleicht helfen kann. Weiß ich nicht, ob er mir hilft, wenn ich ein Tutorial mache oder ein Tipps und Tricks Video, wie man seinen Mod verändert. Keine Ahnung, aber probieren kann man es ja mal. Ja. Und wenn ich da was wissen sollte oder erfahren sollte, dann werde ich das natürlich kundtun. Vielleicht ist das ja auch ein Fehler im Skript, was ich nicht glaube. Ich gehe eher mal davon aus, dass es ein Fehler von mir war. Dass ich irgendwas nicht beachtet habe, weil ich es nicht wusste. Aber wir werden sehen. Guck mal, jetzt habe ich schon fast 80% vollen Korntank. Vorhin hatte ich irgendwie, als ich gestartet habe, um die 50. Ist ja schon mal nicht so schlecht. So.
ich ja schon. Aber jetzt mal hier vorne hin, dass wir dann gleich mal abbunkern können. Er fährt da immer noch schön im Kreis und wird sein Hopfen nicht los. Wird wahrscheinlich immer nur so 2 Liter los, immer das, was gerade also für die Produktion gebraucht wird. Der gleich ankommen. Dann fahren wir ihm eben einen neuen Kurs ein. Da kommt er. Ich sagte. So. Ideal ist der Abfahrpunkt hier auch nicht, weil er nicht jeden Punkt des Feldes von da erreichen kann, wenn er da hinten in dieser Kurve drin ist. Aber wo soll ich mich denn hinstellen? Was soll ich denn machen heute? Kursaufzeichnung beginnen. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Da habe ich sogar 4 Punkte gerade. Vorbildlich, könnte man sagen. Lade direkt ab. Bin leer und fahr los. Fertig. Feld 04. Brauerei. Unten rum. So, brauchen wir aber nicht. Das können wir noch eben selber machen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar oder hinterlasst mir ein Like. Abonniert mich, würde mich freuen. Übrigens auch vielen Dank. Ich habe übers Wochenende die 100 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und wenn ihr morgen am Mittwoch wieder reinschaut, dann würde mich das tierisch freuen. Und ja, in diesem Sinne sage ich ciao.